Air-Life Balance. Der Mahle Air 4.0 für eine optimale Raumluftbalance. Der Frischluft-Wärmetauscher Air 4.0 lässt sich einfach und schnell montieren. Bitte lesen Sie die Montageanleitung gründlich und beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise. Wählen Sie den passenden Ort für den Einbau des Lüftungsgerätes. Der Mittelpunkt der Bohrung sollte mindestens 30 cm unter der Raumdecke liegen und 80 cm von der nächsten Wand entfernt sein. Eine Kernbohrung mit nur 182 mm Durchmesser reicht aus. Achten Sie darauf, dass die Bohrung mit 2 Grad Gefälle nach außen ausgeführt wird. Ermitteln Sie die Wandstärke Ihres Hauses inklusive Putz und separieren Sie das Rohr für die Mauerdurchführung. Reduzieren Sie die gesamte Wandstärke um 60 mm und übertragen Sie dieses Maß auf die Mauerdurchführung. Kürzen Sie das Rohr mit einer feinzahnigen Säge auf dieses Maß. Der Anschlussadapter wird mit den angeformten Stegen auf die Putzstärke der Innenwand angepasst. Kleben Sie das Schaumstoffband um den Putzstopfen und schieben Sie den Putzstopfen in den weißen Wandadapter. Der Putzstopfen dient als Anschlag für das graue Rohr und sorgt dafür, dass das Rohr 30 mm Abstand hat. Der weiße Wandadapter wird dann mit einem Klebeband an dem Rohr fixiert. Das Kompriband wird um den kleineren Außendurchmesser des weißen Wandadapters geklebt. Die Mauerdurchführung wird von der Raumseite in die Kernbohrung eingeschoben und an der Außenseite verspachtelt. Auf einen korrekten Sitz der Adapter achten. Innenseite Pfeil oben, Außenseite Pfeil unten. Die Adapter mit den Putzstopfen verschließen. Achtung! Vor allen Arbeiten an Stromleitungen ist sicherzustellen, dass die Sicherung ausgeschaltet ist. Das Stromkabel wird an das Rohr herangeführt. Dabei mindestens 15 cm Kabel für den späteren Anschluss berücksichtigen. Den Putzstopfen an der Außenseite entfernen. Die Außenblende von der Grundplatte lösen und mithilfe der Grundplatte die Bohrlöcher an der Außenwand markieren. Die Löcher für die Befestigung der Grundplatte bohren. Die Grundplatte an der Wand mit 2 Schrauben an der Oberseite fixieren. Montieren Sie dann die Abtropfleiste an der Unterseite des Wandanschlusses und fixieren Sie den Wandanschluss mit 2 weiteren Schrauben an der Unterseite der Grundplatte. Setzen Sie die Außenblende mit dem Metallclip auf und fixieren Sie mit einer Schraube die Außenblende zur Sturmsicherung. Die Innenblende mit dem Clipverschluss von der Grundplatte lösen und die Abdeckungen 1 und 2 für den elektrischen Anschluss öffnen. Entfernen Sie den Putzstopfen innen. Achtung! Vor allen Arbeiten an Stromleitungen ist sicherzustellen, dass die Sicherung ausgeschaltet ist. Das Kabel durch die Bohrung der Grundplatte führen und mit Hilfe der Grundplatte die Bohrlöcher markieren. Die Löcher für die Befestigung der Grundplatte bohren. Die Grundplatte an der Wand mit 4 Schrauben fixieren. Montieren Sie die Abdeckung 1. Hinweis: Elektrische Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Lösen Sie die Trafoplatine zur Montage. Die 2 Adern des Kabels abisolieren und auf 75 mm kürzen. Anschließend entsprechend der Kennzeichnung in der Klemmleiste verschrauben. Setzen Sie die Trafoplatine wieder zurück und montieren die Abdeckung 2. Jetzt wird von der Innenseite die geschlossene Kartusche in die Mauerdurchführung eingeschoben. Der Stecker der Inneneinheit wird mit der Steckleiste verbunden und das Kabel in die Führungsnut gelegt. Mit einem 4 mm Bohrer kann optional ein Loch an der markierten Stelle in der Innenblende gebohrt werden, um die beigefügte Leuchtmarkierung der LED-Lampe einzusetzen. Um die Fernbedienung anzulernen, muss die Sicherung eingeschaltet werden. Zuerst den Programmierknopf am Mahle Air 4.0 für 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED-Lampe schnell blinkt. Dann auf der Fernbedienung die Taste On-Off drücken, bis die LED kurz blinkt und das Blinken am Gerät aufhört. Das Gerät hat jetzt die Fernbedienung erkannt und stellt automatisch eine Verbindung her. Der Mahle Air 4.0 kann nun über die Fernbedienung gesteuert werden. Wenn 2 Frischluft-Wärmetauscher im Dialogbetrieb arbeiten sollen, wird zunächst das erste Gerät mit der Fernbedienung verbunden, wie gerade gezeigt. Setzen Sie das zweite Gerät stromlos. Lösen Sie zuerst bei dem Gerät die Kabelsteckverbindung der Kartusche, damit die Abdeckung 1 entfernt und der dahinterliegende Schalter in die Stellung 2 geschoben werden kann. Dann die Abdeckung und Kabelsteckverbindung wieder montieren. Schalten Sie den Strom wieder ein.
bitte den Programmierknopf 3 Sekunden lang halten und auf derselben Fernbedienung die Taste On-Off betätigen, bis die LED kurz blinkt. Das Gerät hat nun die Fernbedienung erkannt. Jetzt lassen sich beide Geräte über diese Fernbedienung steuern. Zum Schluss wird die Innenblende auf die Grundplatte aufgesetzt und fixiert. Nun können Sie 2 AIR 4.0 mit nur einer Fernbedienung gleichzeitig steuern. Der Marley AIR 4.0, die neue Dimension des Lüftens. Für eine harmonische Balance in allen Räumen. Besonders leise, besonders komfortabel.